Jo. Sprechen wir, denke ich mal, noch, erstmal nochmal mit allen. Sagen dir diese Zahlen unter der Zeichnung irgendwas? 1419, 1420, 1421. Hat vielleicht mit dem Hundertjährigen Krieg zu tun. Oder halt, 1419 kam Papst Martin V. nach Florenz, oder? 1420 ging er nach Rom und im selben Jahr begann Brunelleschi mit dem Bau des Duomo. Und 1421... 1421... Ja, das schlag ich nochmal nach. Und? Wie gefällt dir Monteriggioni? Das ist nicht Monteriggioni. Monteriggioni ist eine Stadt der Renaissance. Frag mich, was ich von der Stadt im Jahr 1554 halte, dann antworte ich. Hm. Dachte, du magst es auch heute. Hat sich nicht groß verändert. Genau. Geschichte ist Veränderung. Leben ist Veränderung. Wenn sich etwas nicht ändert, ist es tot. Wir haben keine Zeit für Smalltalk. Ja, ja. Lucy. Was machen wir jetzt mit Abstergo? Aussitzen. Sobald wir den Apfel finden, kontaktiere ich die Teams im restlichen Europa. Aber was Italien angeht, sind wir allein. Ein bisschen Hilfe von oben wäre auch nicht verkehrt. Unsere Top-Assassinen sammeln Infos über den Satellitenstart der Templer. Wir haben mögliche Startrampen in den USA, China und Russland gefunden. Aber noch keine heiße Spur. Was machen die anderen Teams? Abstergos Suche nach Edensplittern stören. Soweit ich weiß, hat Abstergo keine Ahnung von den Tempeln und Ezios Apfel. Wir liegen endlich mal vorne. Ich bin beschäftigt. Ja, ja, okay, ich will ja nur mit euch reden. Du bist konzentriert. Ich habe gerade die Systeme des Babys gepatcht. Es wird immer besser. Kann Desmond dieses Mal auch Erinnerungen nacherleben? Verlass dich drauf, er wird. Immer schon ein Hacker? Nee, mehr so Sportlerin. Aber ich habe mich verletzt und fing mit den Computern an. Wer hätte gedacht, dass Programmieren genauso spannend ist, wie sich ein Brett anzuschnallen und aus einem Heli zu springen? Nur zur Info, du solltest vielleicht mal deine Nebennieren checken. Weißt du? Weil das... Das ist einfach nicht normal. Muss das fertig kriegen. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, starten wir mal wieder mit Ezio und gehen in den Animus, um endlich wieder mit Ezio etwas zu machen. Wie du vielleicht im Van bemerkt hast, habe ich den Animus weiter verbessert und außerdem ein neues VR-Trainingsprogramm eingebaut. Hier kannst du mit den schicken Moves angeben, die du von deinen Vorfahren hast. Ich öffne dir eine Mission. Okay. Okay. Kleines Spielchen. Oh fuck. Wird tatsächlich schlecht. Serienmörder, ich hab einen Erfolg freigeschaltet. Aha, ich habe noch einen Erfolg freigeschaltet. Das ist ja mega krass, Alter. Noch einen Erfolg freigeschaltet. Gold habe ich bekommen. Du erreichst weitere VR-Missionen über das Animus-Menü. Wenn du die Übungen meisterst, füge ich weitere hinzu. Das ist sehr nett von dir. Damit dein Unterbewusstsein Ezios Erinnerungen akzeptiert, musst du sie in der Reihenfolge nacherleben, in der sie gespeichert wurden. Markiere Sequenz 2 für mich, Desmond. Gut, jetzt wähl sie aus und du siehst die Erinnerung darin.
Nach Freischaltung einer Erinnerung hier in diesem Menü kannst du sie so oft du willst nacherleben. Und wenn es Erinnerungen gibt, die ich lieber vergesse? Desmond, das ist sehr wichtig. Wenn du eine Pause brauchst, verlass den Animus. Du kannst jederzeit daraus. Bin zu allem bereit, schon gut. Eine Sache noch. Wenn du deine Synchronität steigerst, indem du alles genauso machst, wie Ezio es machte, entdeckst du vielleicht sogar verdrängte Erinnerungen. Gut, fangen wir an. Wähl die erste Erinnerung. Okay, machen wir. Dann los geht's, würde ich sagen. Mit Ezio. Desmond, ich habe mir diese komischen fünfstelligen Codes aus den Dateien von Subjekt 16 angesehen und anscheinend einen bemerkenswerten Zufall entdeckt. Die Codes entsprechen exakt Koordinaten im Animus. Ich habe die Orte, auf die die Koordinaten deuten, in der Datenbank mit einem Auge markiert. Also vermutlich findest du dort nichts, aber hey, wer weiß. Ja, schon okay. Kalmatevi, der Schmerz lässt bald nach. Wohin habt ihr mich gebracht? Nirgendwohin, Messere. Ein Mann ließ euch hier. Hat er etwas gesagt? Nur dies. Trefft einen Messer Machiavelli vor dem Mausoleo di Augusto. Ich werde euch ankleiden. Dieser Mann, der mich herbrachte, ließ auch die Kleider hier? Si, Messere. Rom, Januar 1500. Ah, Roma. Ja, oder was davon übrig ist, seit die Borgia an der Macht sind. Und das Mausoleum? Von hier aus kann man es leider nicht sehen. Und vom Dach dieser Kirche aus? Ja, doch der Aufgang ist gesperrt. Das sollte kein Problem sein. Hab Dank für alles, was ihr hier für mich getan habt, Buona Donna. Addio. Sequenz 2, die Höhle des Löwen. So gut wie neu. Ein Arzt finden, um die Wunden nach dem Angriff auf die Villa zu heilen. Dann auf den Kirchenturm klettern, um das Mausoleo di Augusto zu finden. Volle Synchronisation, das gibt's jetzt auch. Das heißt, man kann das zu 100% oder zu 50% oder zu 80%, glaube ich, gibt's auch, erreichen. Beziehungsweise in Brothel gibt's nur 100% und 50% die Mission. Das heißt, 100% ist volle Synchronisation und da darf man maximal mindestens ein Quadrat der Gesundheitsanzeige behalten. Ja, es schmerzt, Ezio, ich weiß. Es tut mir auch leid, ich leide ja mit dir. Ich muss einen Arzt finden. Ja. Okay, nehmen wir mal hier das Pferd. Aber ausspringen kann er auf das Pferd, ne? Da vorne ist ja der Arzt. Ja, Ezio, ganz ruhig. Mein Arm! Salute. Ich brauche Medizin. Ah, lasst mal sehen. In eurem Alter erfordert die Heilung solcher Wunden mehr als Medizin. Hier ist etwas gegen den Schmerz. Heilen wird es die Zeit. Grazie. 4 von 5 Ärzten würden zu Egeln greifen, aber die sind bei solchen Wunden nicht sehr wirkungsvoll. Jedoch kann ich euch einige gute Kollegen in der Stadt empfehlen. Braucht ihr sonst noch etwas? Nichts. Pflege für alle. Danke. Alter, Imbecile. Ja, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Du bist ja schon 38, glaube ich. Ungefähr müsste das so sein. Ach, mein Rücken. Ja, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Du hast auch ein Hohlkreuz wahrscheinlich auch noch.
Ist natürlich dann nicht so gut beim Klettern, ne? Aber du schaffst das schon. So, jetzt klettern wir hier hoch, um das zu sehen, dass Augusta hier, ne? Das Mausoleum die Augusta, den wir hier synchronisieren. Unser erster Aussichtspunkt in Assassin's Creed 3, ja. In Assassin's Creed Brotherhood. Freue mich drauf. Und jetzt machen wir den Todessprung da rein. Ich weiß, dein Bauer widersetze sich der Verhaftung. Na kommt, wir werden ihm mal zeigen, wie der Hase unter den Borgia läuft. Machiavelli kann warten. Der Rione wird von Dieben und Halunken geführt. Ich schwöre, ich habe den Zensus für die Ausstattung der Truppen gegen die Türken. Es kommt mir vor wie gestern, als ich mich über das harte und aussichtslose Leben beklagt habe. Und jetzt? Wir finden kaum Zeit für uns selbst. Ey, wir verfolgen die jetzt mal. Habt ihr noch Zucchini im Garten? Ja, nein, haben wir nicht. Wir haben keine Zucchini im Garten. Sua Santita, in all seinem Großmut, seiner Weisheit und Güte, wünscht, dass alle jungen Römerinnen zu einer besonderen Einsegnung an ihrem 14. Geburtstag vorstellig werden. Alle. Okay, wir folgen denen weiterhin. Unauffällig, sie dürfen uns nicht bemerken. Sie wollen ja, wir folgen ihnen, weil sie einen Bauern verprügeln wollen, in Anführungszeichen. Beziehungsweise töten. Weil er sich widersetzt hat. Er gehört natürlich, wird er bevorzugt behandelt. So. Herr Dio, ich weiß nicht, was wir tun sollen. Der neue Zensus wird uns ruinieren. Bald werden wir vor der Kirchentür betteln müssen. Alle Handwerker werden angehalten, für den Transport schwerer Waren, wenn möglich, nur die Hauptstraßen zu benutzen. Und da ist die Gefahr. So, wir dürften langsam am Zielort angekommen sein. Sind wir? Der Ehemann, wir dürfen. Haltet ihn! Scheiße, ich verschwinde hier! Die hätten wir erledigt. Juhu! So, 100%, so gut wie neu, mindestens ein Quadrat der Gesundheitsanzeige behalten, das haben wir geschafft. Hier ist unser Ehemann, den wir natürlich jetzt mit dem werden wir jetzt natürlich reden. Sie war eine Schönheit. War sie? Bis dieses Schwein sie schändete. Ach, hätte er sie doch umgebracht. Hätte er meinen Schatz doch einfach umgebracht. Menschen, die sie aufwachsen sahen, jubelten, als er sie bespuckte. Sie lächelten als ihr Genick. Ich verstehe. Wie könnt ihr? Meine Livia war unschuldig. Ich verlor meine Familie am Galgen. Durch Verrat. Il Carnefice sieht von seinem Haus auf dem Hügel aus zu. Er droht mich zu hängen, wenn ich sie abschneide. Gut gerichtet. Il Carnefice wohnt auf dem Hügel über dem Galgen. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Vor der Synchronisation das Ziel mit der versteckten Klinge eliminieren. Das machen wir doch sofort. Wenn ihr bereit seid, schneidet sie ab. Ich kümmere mich um Il Carnefice.
Ja, das ist der Henker, ein Multiplayer-Charakter. Jetzt wird direkt mein Aufzug hier. Luftattentaten müssen wir anscheinend auch den machen. Wir klettern am besten hier hoch. Ja. Gute Arbeit da unten. Nicht meine beste, aber es ist schwer bei so schlechtem Material. Wieso guckt der Typ mich jetzt eigentlich so an? Willst du mich verarschen eigentlich? Boah, Alter, du gehst mir so auf den Sack, mein Freund. So auf den Sack gehst du mir, ey. Requiescat in pace. Forza, jetzt! Falls es hilft, ich gebe auf. Ich halte euch für einen großen, edlen, bewundernswerten Mann. Hey, ich gebe auf. Bitte, ich mach doch nur meine Arbeit, ja? Bitte. So, euch werde ich jetzt erstmal plündern, ein bisschen Money zu kriegen. Und ein bisschen Medizin natürlich ist natürlich auch nicht schlecht. Denn das ist auch wichtig hier, Geld generell. Du plünder dich hier erstmal alle. Und habe ich jetzt alle? Den habe ich noch nicht, okay. Ja, ja, jetzt hier keine Paranoia kriegen, bitte, ja. So, ein Kladderring. 160 Florin bekommen. Das ist ja schön. So, wir gehen jetzt mal hier. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Ja, das klingt logisch. Alles klar, dann würde ich sagen, für den Moment erstmal war es das mit dieser Aufnahmesession. Ich lege mal gerade meinen Controller weg. Es hat mich gefreut, mal wieder ein bisschen Assassin's Creed zu spielen. Es war sehr interessant. Es war sehr schön, fand ich. Ich hab mich wohl gefühlt, muss man sagen. Und ich hoffe, ihr auch. Ihr habt dasselbe gefühlt. Oder ihr habt Spaß gehabt. Ich werde jetzt erstmal hier für diese Aufnahmesession aufhören. Das müssten jetzt, sagen wir mal, die ersten 5 Parts sein. Ungefähr natürlich. 3 bis 5 Parts, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht genau, welcher Part das ist. Ich denke mal, schon ein wenig höhere Parts. Ich muss es auch schneiden, so dass es auch sinnvoll ergibt. Ich mache ja nicht direkt nach 15 Minuten Cut. Jedenfalls möchte ich gerne mich bedanken fürs Zusehen. Oder fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für alles, was ihr getan habt. Wenn ihr Lust habt, könnt, beziehungsweise gebt bitte einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, je nachdem, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ansonsten könnt ihr noch einen Kommentar schreiben, was man verbessern könnte, was ich vielleicht noch spielen sollte als Let's Play. Oder und wie es euch gefallen hat, wie generell Assassin's Creed, die Serie und wie der neueste Teil Assassin's Creed 4 Black Flag und wie, also nochmal von vorne. Also, ihr könnt ja gerne einen Kommentar schreiben. Schreibt mir Feedback. Außerdem schreibt mir bitte, wie euch ist der Teil Assassin's Creed Brotherhood gefällt. Und wie euch der neueste Teil Assassin's Creed 4 Black Flag gefällt. Liberation HD habe ich noch nicht selbst gespielt und so. Deswegen lasse ich das mal weg. Wie euch Liberation HD gefallen hat. Beziehungsweise,
wie euch, es heißt Black Flag, es heißt, wie viel Black Flag gefallen hat. Ja. Und wie euch generell die Serie bisher so gefallen hat, findet ihr die gar nicht ansprechend, beziehungsweise warum, ja. Findet ihr die gar nicht ansprechend, ist es eher so, ihr fandet die ersten Teile besser und die letzten Teile eher schlecht, oder fandet ihr die ersten Teile scheiße und die eher letzteren Teile waren dann eher für euch besser? Schreibt das mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, gebt einen Daumen hoch, das hilft mir auch. Und damit ich größer werde, meine Masse, die Masse, die mich guckt, größer wird. Und das möchte ich natürlich gerne. Daumen hoch. Ja. Ansonsten kann ich nur noch sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Arrivederci.